Ja, und meine Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Sexy David King unterwegs und wir haben uns mal eine andere Hose angezogen, Leute. Warum? Ja, weil wir es können. Ansonsten unser Setup: Balanced Landing, Niederwild, Unbreakable und beweise dich. Und ich beweise euch erstmal, dass ich hier an diesen Generator rangehen kann. Mit meinem Zwillingsbruder, Sexy Daniel King. Okay, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Ich werde das Video hier heute ein bisschen früher veröffentlichen. Und zwar, um euch mitzuteilen, dass wir ab 14 Uhr heute auf Twitch live sein werden. Und zwar steht wieder ein Turnier an. Ich darf wieder als Killer unterwegs sein. Oh nein, ich habe meinen Bruder verraten. Ich darf wieder als Killer unterwegs sein. Und Leute um die Ecke bringen. Hoffentlich. Wenn ihr also Bock habt, Leute, ab 14 Uhr auf Twitch. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und es sind noch einige Leute aus der Community mit dabei, die sich als Survivor angemeldet haben. Ich bin sehr gespannt. Die Turniere sind immer so ein kleines Highlight. Und ich freue mich immer, wenn möglichst viele Leute dann auch aus unserer Community mitmachen. Ihr wisst ja, das Turnier wird eigentlich von Olaf, vom Master DLX, organisiert. Aber ich habe mal wieder die Ehre, ebenfalls als Killer teilnehmen zu dürfen. Und diesmal sind sogar. Ah, okay. Diesmal sind sogar, glaube ich, sechs Killer insgesamt am Start. Warte mal, hier soll irgendwo ein Totem sein. Also, das verspricht auf jeden Fall eine Menge Spaß und Spannung und Kinderschokolade. Vielleicht auch, wenn ihr noch die Gelegenheit nutzt, um schnell irgendwo euch Kinderschokolade zu kaufen. Ansonsten habt ihr Pech. So, okay. Mal gucken, was diese Runde hier so bringt. Ich weiß nicht. Also Rin ist natürlich schon mal immer ein Killer. Oder sagen wir mal eine Killerin, vor die man sich in Acht nehmen sollte. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier irgendwie einen Generator fertig bekommen, ne? Ach ja. So, ich freue mich auf jeden Fall auf das Turnier. Ich muss auch für nächste Woche ein bisschen aufnehmen, denn der ein oder andere wird wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass nächste Woche wieder die Gamescom ansteht. Und ich werde am Dienstag und Mittwoch auf der Gamescom sein. Das sind die einzigen beiden Tage, an denen ich am Start sein werde. Das liegt in erster Linie daran, die Obsession wird gejagt, dass wir die kleine Kali haben und meine Freundin jetzt extra die beiden Tage freigeräumt hat, dass ich zur Messe gehen kann. Rennen die da oben noch rum, ne? Ah, sie will meinen Bruder unbedingt haben. Verdammt, das ist natürlich ärgerlich. Da hinten, machen wir den Generator hier noch fertig oder eher nicht? Ich versuche es einfach mal, dann wird sie natürlich auf uns aufmerksam, aber irgendwie. Irgendwie müssen wir mal ein bisschen vorankommen, so langsam, aber sicher, ne? Mal einen Moment warten. Oh, da hat sie den nächsten erwischt. Ich helfe mal meinem Bruder. Ja, sie ist auch abgehauen. Okay, wenn ich jetzt den Generator fertig gemacht hätte, hätte sie ja direkt natürlich gewusst, dass wir da noch sind. Ah, sie kommt hierher. Auf, mein Freund. Na, so geht das aber nicht. Oh, was macht er denn? Na, komm mit. Nein. Sie ist abgehauen. Okay, Panikpalette. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, sie wäre in die Unsichtbarkeit gegangen. Und ich hatte. Oh nein, sie ist immer meinem Bruder wieder am Arsch. Wo ist er denn hin? Da hinten. Oh nein, ehrlich? Das ist doch. Oh. Dann ist er tot. Ich habe irgendwie Händchen dafür, aktuell meine Leute umzubringen. Obwohl ich nicht mal weiß, ob ich da jetzt unbedingt was für konnte, wie das jetzt hier gerade gelaufen ist. Also er ist auf jeden Fall down.
Weil eigentlich ist sie ja dann hinter mir hinterher. Komisch. Und dann hat sie sich's doch nochmal anders überlegt. Zwei Gens, erste Person ist down. Ist jetzt irgendwie nicht ganz so geil. Okay. Probieren unser Bestes weiterhin. Ich würde gerne auch mal mit irgendeinem Mate am Gen arbeiten. Damit sich Beweise dich mal lohnt. So, jetzt hier auch schon mal gegengetreten. Da kommt jemand. Ja, hello. Auf die Seite kannst du leider nicht. Da wollte ich auch schon hin. Aber da ist ein Baum. Aber der Baum, der hilft irgendwie nicht. Der guckt nur blöde durch die Gegend. Oh, scheiße. Da hinten. Nächste Person am Boden. Oh, Mann. Ey, Lori, ziehen wir es durch? Ah, nee. Okay, wir ziehen es scheinbar nicht durch. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich hat sie gegen den Gen getreten hinten. Denk mal, deswegen wird sie den Survivor kurz liegen gelassen haben. Ich glaube schon, dass sie Barbecue dabei hat. Hier ist ein Totem. Oh, da kommt sie. Andere wurde gerettet. Sie hat keinen Ruin dabei, Leute. Hat sie die aufgezählte Hoffnung? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das wird der verfluchte Boden sein. Und dann gucken wir gleich blöder aus der Wäsche. Aber Versuch macht klug, oder wie, ne? Ja, war klar. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht widerstehen konnte. Es war eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die Rinn noch den verfluchten Hoden dabei haben wird. Naja, für die Points. Da ist sie. Glaube, sie hat uns nicht gesehen. Glauben heißt nicht wissen, ne? Ah, die Kakerlaken können in der Luft gehen. Bling. Hier ist ein Gen. Aber den will ich eigentlich. Den will ich eigentlich nicht machen. Ich würde gerne den Generator hinten machen. Den sie jetzt schon des Todes zurückgesetzt hat. Aber immerhin ist da schon ein bisschen dran gearbeitet worden. Ich hoffe, dass die anderen beiden fleißig sind. Hälfte ist noch. Okay, wenn sie kommt. Balanced Landing wäre im Haus und in der Schule möglich. Paletten haben wir noch dort. Hinten waren auch noch ein paar. Aber die Mind Games. Ich weiß halt nicht, ob und wie gut sie die Mind Games macht. Oh Mann, ey. Okay, das ist der dritte Generator. Nach fast 9 Minuten. Ich würde mal behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Schnitt. Es geht besser. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber hey, wir haben immerhin noch einen dritten geschafft. Okay, wir rennen mal rüber. Hier war ja noch irgendwo ein weiteres Totem. Kling. Niederwild. Du verräterisches Stück. Sag's mir einfach, wo das Totem ist. Es wird wieder die... Oh. Ist unsichtbar. Der vierte Gen. Ich nehme das Totem trotzdem weg. Also, der Detective wird gejagt. Da hinten war die Lori gerade fertig geworden. Ich würde gerne rüberrennen, weil das ist ein einer Gen. Das bringt nichts. Wenn die Lori jetzt auch irgendwo anfängt und ich fange hier an, dann dauert es 80 Sekunden, bis jemand fertig wird. Frühestens. Oh.
ihr beiden schon wieder. Aber er darf noch mal hängen, oder? Oh shit, der ist down. Oh Gott. Der Generator ist schon ein bisschen gemacht. Was ist denn hier? Ach, da ist Laurie. Vielleicht macht sie... Oh, der ist tot. Okay, Laurie, ich habe Beweise dich dabei. Oh, und die Luke ist hier. Oh, Laurie, come on. Einer von uns beiden schafft es. Oh mein Gott, sexy David King. So heiß wie Feuer. Nein! Was? Oh mein Gott, hat sie mich nicht gesehen, bis ich aufgestanden bin? Scheiße, ich glaube, ich hab's verkackt. Oh, ich hab grad noch gedacht. Shit, okay, aber wenn sie mich slackt, Leute. Nee, sie slackt mich nicht. Oh Mann, Leute, ich glaube, sie hat mich nicht gesehen, bis ich aufgestanden bin. Kann das sein? Ich glaube, sie war der T-Rex. Wirklich, ich glaube, sie war der T-Rex gerade. Oh, ist das ärgerlich. Na okay, der Generator ist jetzt so weit und sie weiß es. Das heißt, sie wird sowieso erstmal wieder dahin gehen. So, wenn Laurie mir jetzt hilft, hat sie geliehene Zeit? Das ist die wichtigste Frage. Sie hat keine geliehene Zeit, dann muss ich los. Um. Oh, sie war hier gerade neben mir. Shit, ja, ich bin gegen sie gefetzt. Oh nee, Laurie, lauf. Ich habe noch mal ein Breakable. Ich stehe noch mal auf. Ich glaube zwar, dass das nicht unbedingt helfen wird für den weiteren Spielverlauf, aber ich stehe noch mal auf, Leute. Wir müssen uns ja mal positiv sehen. Oh nee, warte, sie hat Barbecue. Oh Gott, der ist noch ganz am Start. Kriege ich niemals gerettet. Okay, 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 okay. Wir versuchen es natürlich. Ich glaube nicht, dass es was wird. Ich bewahre mir Balanced Landing. Ah, sie kommt. Okay, für die Punkte. Ja, moin. Schade. Okay, GG. Gut gespielt von der Rin auf jeden Fall. Aber hey, mehr als probieren können wir es nicht. Ach ja, ich hätte auch mit Unbreakable natürlich jetzt aufstehen können und irgendwo hinkrabbeln können, beziehungsweise irgendwo hingehen können und warten können. Ich bin einfach zu sehr made, ich weiß auch nicht, ich kann nicht einfach die dann da hängen lassen, das ist so, Ich könnte mir natürlich jetzt auch sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwo 2 Minuten, ja, der Strike, lauf zum, oh nein, sie rettet mich nochmal. Aber du hast keine geliehene Zeit. Ha, du geiles Quark, du hast geliehene Zeit. Lass mich vor. Nein, lass mich doch vor. So, danke schön.
Sie ist unsichtbar. Will ich noch irgendwo triggern? Ist die Palette da unten noch? Ich glaube nicht. Doch! Die habe ich ja gezogen! Stimmt, das war die Panikpalette von vorhin, Leute! Ah! Kacke! Nein! Nein! Lass es! Ist die Palette hier noch? Nee. Oh! Schade! Oh, falsch gepokert. Ach ja, okay. Jetzt sind wir aber tot. Oh Mann. 16 Minuten. Echt eine lange Runde. Oh, die Lori ist immer noch da hinten. Oh, shit. Ich hatte schon überlegt, als sie den Strike gezogen hat. Ich meine, es ist eine Lori, klar, die den Strike. Ob sie nicht einfach zur Luke rennen könnte. Dann hätte ich mich sterben lassen, dass sie vielleicht durch die Luke rausgehen kann. Puh. Ja, am Ende nochmal ein paar Punkte weggegeiert, ne? Hat sie wirklich noch geliehene Zeit dabei? Dann waren wir letztes Mal nicht im Terrorradius. Ach ja, Leute, ich sag's nochmal. 14 Uhr, ja? Ich weiß ja nicht, eure Aufmerksamkeitsspanne, ob die so groß ist wie meine. Dann habt ihr es nämlich wahrscheinlich schon wieder vergessen. Heute Abend, was heißt heute Abend? Heute Mittag um 14 Uhr, Leute. Jetzt in wenigen Stunden wahrscheinlich, wenn überhaupt, auf Twitch. Schaut vorbei, Leute. Es ist ein Fehler aufgetreten. Das ist mir unerklärlich, wie das passieren konnte. Wir haben zweimal Schillernd und zweimal Silber bekommen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch eigentlich von den Blutpunkten her ganz gut dabei sein müssten. Mal schauen, welche Dingens sie hier am Start hat. Welche Perks sie am Start hatte. Das könnten wir uns auch nochmal anschauen. 19.000. Ja. Ach, guck mal, sie hatte noch verbittertes Gemurmel. Schlampiger Schlachter wussten wir. Den Hoden wussten wir auch. Und Ruin. Oh. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Das heißt, es war Ruin dabei. Und Ruin wurde wahrscheinlich schon weggemacht, ne? Oder ich wusste, glaube ich, sogar, dass Ruin dabei ist. Ja, das ist das grüne Ruin auf Stufe 1 gewesen. Naja. Es ist noch früh, Leute. Don't be toxic. Guter Hinweis. So, also Leute, seid nicht toxisch, schaut heute beim Turnier vorbei. Ich freue mich, wenn einige Leute von YouTube auch mal immer wieder im Stream vorbeischauen. Ist immer wieder ein Spaß für die ganze Familie. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis später und dann schönes Wochenende. Haut rein!